Heute für euch im Quick Look gibt's aus der Star Wars Smuggler Bounty den Darth Vader Mini Hikari. Ich habe den hier in Blau bekommen und ihr seht hier ihn schon kreisen und wie der Kerl natürlich außerhalb seiner Verpackung aussieht. Das zeige ich euch nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal und ihr seht hier ihn schon kreisen, den Mini Hikari, wie schon im Vorspann gesagt, gibt es ihn hier außerhalb der Verpackung. Er ist hier glitzernd blau, er ist ungefähr so 10 cm groß, auch wie ein Pop ungefähr, also ist etwas kleiner, denke ich mal, wie ein Pop. Ist hier ein Star Wars Smugglers Bounty exklusiv Hikari Mini, und zwar hat es den in verschiedenen Farben gegeben, in Schwarz, in Gold, in Rot, in Weiß, glaube ich, hat es ihn gegeben, und in diesem Blau. Und ihr seht schon hier alles mit Glitzer, wie bei den Hikaris so halbwegs normal. Dann seht ihr hier, die Details sind auch sehr schön gemacht hier bei der Figur. Ich hole ihn mal vom Teller runter. Man sieht hier sehr schön die Details. Auch aufgetragen, natürlich ohne jegliche Bemalung. Ist auch sehr leicht, muss ich sagen. Hat natürlich keine Bewegungspunkte. Man sieht hier, dass... Ja doch, man kann den Kopf drehen. Guck an, das habe ich jetzt gerade erst ausgefunden. Mir hat es ausgesehen, als wenn der Kopf fest wäre. Aber lass mich mal schauen, man kann ihn drehen, also er hat hier eine Drehung und man sieht es, er glitzert hier. Und ich denke mal, wenn man hier unten irgendwie eine LED hinsetzen würde, würde er hier sich eignen, da irgendwie ein Hologramm nachzustellen. Das wird auch mit den weißen gehen, wenn man eine blaue LED drunter packt. Bei den goldenen, roten und schwarzen wird es etwas schwer, aber bei den zweien wird es gehen, den weißen und den blauen, könnte man hier vielleicht irgendwo als Hintergrund wie ein Hologramm aussehen lassen. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Quick Look. Hier gibt es ja nicht recht viel mehr zu zeigen bei den Mini Hikaris. Und würde sagen, ich verabschiede mich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr von der Figur haltet. Und wenn ihr es noch nicht seid, drückt auf den Abonnier-Button und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.